Hallo liebe Schüler, heute geht es um Terme multiplizieren. Ja, und ich habe euch gleich mal ein paar Aufgaben mitgebracht, die ihr eigentlich aus dem letzten Jahr noch können solltet. Könnt ihr die nicht, dann bitte unbedingt nochmal die Seite 8 im Schulbuch aufschlagen. Dort sind die Aufgaben nochmal zusammengefasst, die Regeln nochmal zusammengefasst. Da kann man auch nochmal zusätzlich üben. Hier steht x² mal x hoch 3. Normalerweise wird der Schüler jetzt sagen, Mensch, Multiplikation, 2 mal 3 gibt 6. Ist hier aber falsch. X² sind 2x, also x mal x. X hoch 3 sind 3x. X mal x mal x. Das gibt zusammen 5x und deswegen x hoch 5. Ja, da muss man aufpassen, dass man hier richtig macht. Denn beim Potenzen multiplizieren gilt die Regel, so viele die Exponenten werden zusammen addiert. Ja, also x hoch 2 plus 3, so wie es hier auch dran steht. Dann gibt es die Aufgabe mit den Klammern minus 0,1 mal x hoch 2, also die ganze Klammer wird quadriert. Da muss man aufpassen, dass man auch wirklich jedes einzelne aus der Klammer quadriert. Also einmal das minus 0,1 quadriert und einmal das x quadriert. Warum sehen wir hier? Man kann ja das Quadrat schreiben als minus 0,1x, Klammer zu, mal, Klammer auf, minus 0,1x. Und dann ist es klar, minus 0,1 mal minus 0,1 gibt plus 0,01, weil minus mal minus gibt plus. Und das x mal x gibt x Quadrat. Also hier aufpassen, wenn es quadratisch ist oder hoch 4 ist, dann ändert sich das Vorzeichen, weil ja quasi Minus mal Minus Plus ergibt. Und wenn man 4 mal das Minus hat, Minus mal Minus mal Minus mal Minus, ergibt es auch wieder Plus. Anders ist es bei der Aufgabe hier mit Minus 2x in Klammern hoch 3. Da habe ich es mal auch wieder ausgeschrieben. Minus 2x mal Minus 2x mal Minus 2x. Das heißt, hier gibt es Minus 2 mal Minus 2 mal Minus 2. Das ergibt ein negatives Vorzeichen, minus 8. Und das x mal x mal x, das gibt x hoch 3. Das sind zur Wiederholung. Aber was jetzt noch Neues dazu kommt, ist eigentlich nichts mehr Dramatisches. Die Aufgaben werden bloß etwas schwieriger und das werde ich euch jetzt zeigen. Zum Beispiel haben wir so eine Aufgabe, wo jetzt einfach wild miteinander multipliziert wird. Jetzt wird einer sagen, Mensch, hier wird auch subtrahiert. Stimmt nicht. Das Ganze steht in Klammern. Der Term wird quasi multipliziert, aber dadurch, dass hier ein Minus vor dem 3 steht, muss man es klammern, damit das Vorzeichen eindeutig vom Rechenzeichen getrennt wird. Was wir als erstes machen, ist sortieren. Und zwar sortieren nach dem Kommutativgesetz. Wir nehmen quasi alle Koeffizienten, man könnte auch sagen alle Zahlen, und schreiben sie vorne hin, dann die Variablen hintereinander. Ich zeige es euch schnell. 4 mal minus 3. Also das darf ich hier zusammenfassen, einfach die zwei Zahlen zusammengefasst. Aufpassen, das Minus gehört zu dem Dreier dazu, also muss es auch hier wieder dazugenommen werden und auch in Klammern gesetzt werden, weil sonst hier wieder Malzeichen und Minuszeichen hintereinander geht nicht. Dann nehme ich das mal A und hier hinten habe ich nochmal mal A. Ich sortiere quasi. Dann habe ich hier mal B und dann bleibt hier noch das C übrig. Ich kann natürlich auch kleine Punkte hier drüber machen, damit ich nichts vergesse. So, und jetzt habe ich es in einer wunderbaren Formation, so dass ich es zusammenfassen kann. 4 mal minus 3 gibt minus 12 und a mal a gibt a Quadrat, b mal b gibt b Quadrat und das c bleibt allein. Das wäre jetzt also quasi Terme multipliziert. Der Unterschied zum Addieren, hier darf man quasi alles miteinander zusammenfassen. Beim Addieren durfte man das nicht, da durfte man quasi nur Äpfel und Birnen zusammenfassen. Hier darf ich Äpfel und Birnen natürlich locker mal nehmen und hier zusammenfassen. Jetzt ein anderes Beispiel. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen, bevor wir sortieren, denn hier steht eine Potenz noch dran. Die kann ich nicht einfach auseinandernehmen, die muss ich zuerst berechnen. Das ist so etwas Ähnliches wie hier unten. Man muss also zuerst das minus 2 quadrieren und dann das x quadrieren. Bleibt stehen 4x². Jetzt wird sich einer sagen, hä, wo sind die Klammern hin? Die brauche ich nicht mehr, weil aus minus 2 mal minus 2 plus geworden ist. Und wenn plus dran steht, brauche ich das in Klammern nicht mehr. Ich darf es allerdings hinschreiben, wenn mir das lieber ist. Hinten bleibt natürlich gleich, denn hier hat man keine Potenz, die man auflösen konnte. Die Potenzen stehen beim x und beim y. Hier stehen sie außerhalb der Klammer, hier also der Unterschied. Hier muss man sie auflösen und hier muss man sie lassen. So, und jetzt fange ich wieder das Sortieren an. Minus 0,5. 4 und minus 3 stelle ich nach vorne. Dann kommen meine Xen. Einmal das x² hier, dann das x² hier. Dann meine Ys, y hier und y² hier. Jetzt kann ich wieder gut zusammenfassen. Hier vorne ergibt es minus 2 mal minus 3 gibt plus 6. Man müsste das Plus nicht hinschreiben. Ich habe es jetzt gemacht, damit man auch aufpasst und jetzt mal genau hinguckt, ob es Minus oder Plus ergibt. Dann x² mal x² gibt x hoch 4 und y mal y² gibt y hoch 3. Das war's schon zusammengefasst. Als erstes müssen wir immer machen, wenn wir eine Regel aufstellen, Potenzen auflösen. Das ist in dem Fall notwendig gewesen. Also wenn hier quasi erst eine Klammer aufgelöst werden muss. Hier war das ja nicht der Fall. Wenn das gemacht worden ist,
dann muss ich ein Kommutativgesetz anwenden. Das heißt, Faktoren so vertauschen, dass es eine sinnige Reihenfolge gibt. Das war jeweils diese Zeile und diese Zeile. Und dann werden diese Faktoren so weit wie möglich zusammengefasst. Natürlich hier wieder nur die Xen, hier die Ys und hier die Zahlen. Die kann man zusammenfassen. Ich darf keine Mischung aus X und Y machen. Was haben wir also heute gelernt? Wir haben gelernt, wie wir Terme zusammenfassen, dass wir auf Koeffizienten aufpassen müssen, die Vorzeichen haben, dass wir auf Potenzen Acht geben müssen, wenn sie in der also außerhalb der Klammern stehen, dass wir aufpassen müssen, nur die Variablen zusammenzufassen, die gleich sind, dass wir bei den Potenzgesetzen hier drüben aufpassen müssen und dass wir allgemein beim Rechnen immer aufpassen müssen. Also hier muss man konzentriert arbeiten, dass man auch durchkommt beim Terme multiplizieren. Das war's, bis zum nächsten Mal. Tschüss!